Hallo Schönheiten, es gab zig Male den Request, dass ich bitte meine liebsten Mitgliedschatten vorstellen soll. Und ich habe darüber sehr lange und sehr, sehr oft nachgedacht, weil das ein Video ist, das ich ungefähr schon seit einem halben Jahr unbedingt abdrehen will. Der Tag kommt dann nie, an dem das hier online geht. Bevor ich mit der Benennung von den Lidschatten anfange, wollte ich noch etwas sagen. Ich betrachte MAC-Lidschatten als eine Investition. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er teure Lidschatten haben will oder nicht, wie weit das Hobby Schminken reicht. Und für mich sind MAC-Lidschatten einfach total toll, weil es eine unglaublich schöne Farbauswahl gibt. Und weil man einfach meistens... Es gibt ein paar schwarze Schafe, aber meistens weiß man, was man kauft. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er MAC-Lidschatten braucht oder nicht. Das hier ist ein Video für diejenigen von euch, die gerne welche hätten und irgendwie meine Meinung wüssten oder vielleicht irgendwie glauben, dass sie einen ähnlichen Geschmack haben wie ich und deshalb gerne ein paar Tipps hätten. Das sind jetzt meine persönlichen Favoriten. Also das ist jetzt nicht ein Video, welche MAC-Lidschatten sollte man sich anschaffen, wenn man gerade anfängt oder so, sondern... Wenn ich jetzt irgendwie meine Kollektion auf ein paar wenige begrenzen müsste, welche wären das? Ich glaube, einer meiner absoluten Lieblingslidschatten, wahrscheinlich, ich glaube, er streitet sich ein bisschen. Ich habe keine direkte Rangfolge, aber der wäre definitiv der hier. Das ist Sable. Und das ist eine Farbe, die ich sehr, sehr gerne in der Lidfalte trage. Eine unglaublich schöne, pflaumig braune Farbe, die nicht zu viele Orangeanteile hat. Es kommt natürlich auf die Hautfarbe an, aber ich trage den total gerne. Ich war am allerliebsten mit dieser Farbe hier. Das ist Naked Lunch. Ich habe den jetzt feucht aufgetragen, immer benutzt, deshalb sieht meiner ein bisschen komisch aus. Da habt ihr die beiden mal nebeneinander geswatcht und die lassen sich super verblenden. Man braucht doch wirklich nur die beiden und hat dann komplett tolles Augen-Make-up, wenn man den Sable in die Lidfalte tut. Naked Lunch ist eine Farbe, die ich am liebsten auf dem gesamten Lid trage. Ich bin heller als NC15, also weiß ich nicht, wie die Farbe auf dem kompletten Lid bei anderen Leuten aussieht. Plural, Singular. Die hier auf dem Augenlid alleine ist irgendwie so eine Art meine Hautfarbe nur viel schöner und strahlend und irgendwie gut akzentuiert. Bei mir ist das zumindest so. Deshalb mag ich Naked Lunch so gerne. Und ich finde, Naked Lunch kann man so gut wie mit jeder Farbe auf dieser Welt in der Lidfalte tragen. Ich behaupte, das ist der MAC-Lidschatten, den ich unter anderem am allerhäufigsten benutze. Okay, als nächstes stellt sich so ein bisschen die Frage, welche Jahreszeit wir gerade haben. Ich würde gerne noch Cranberry anführen, falls ihr irgendwie jetzt so Richtung Herbst denkt oder so. Diese Farbe. Und zwar ist das ein flaumiger Beerenton, wie ihr das schon letzten Herbst gehört habt von mir, zu Genüge. Eine Farbe, die ich persönlich auch noch total gerne trage, ist Antiqued. Die ist direkt daneben. Das ist meiner Meinung nach eigentlich eine noch schönere Farbe. Also falls ihr irgendwie herbstmäßig denkt oder so, die beiden kann ich euch definitiv empfehlen. Ich bin übrigens ganz komisch. Ganz viele Leute würden Woodwinged weiterempfehlen oder All That Glitters. All That Glitters gefällt mir auch ganz gut. Woodwinged sieht total toll in der Pfanne aus, aber auf dem Auge wirkt das bei mir überhaupt nicht gut. Was ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag, sind Teta Tint und Texture. Teta Tint ist so ein purer Karamellton und Texture ist noch so ein bisschen dunkler. Texture und Teta Tint. Das sind zwei Farben, die ich euch empfehlen kann, einfach weil ich sehr auf Karamellen und auf warme Farbtöne stehe. Das sind zwei Farben, die trage ich sehr, sehr gerne in der Lidfalte. Teta Tint mit so ein bisschen Texture ganz außen, das ist so ein richtig schönes, warmes Augen-Make-up. Das sind einfach zwei so besondere Farben, die es von anderen Firmen nicht gibt, dass ich die unglaublich gerne trage. Also ich liebe Teta Tint. Dann gibt es noch Ho, H-A-O-X. Das ist eine Farbe, die meiner Meinung nach überhaupt nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist ein sehr schöner Rosenholzton, so nenne ich ihn mal, wobei er nicht so wirklich ganz total mega viele rosa Anteile hat. Und das ist eine Farbe, die habe ich vor noch nicht allzu langer Zeit entdeckt, aber andauernd getragen. Mit einem braunen Kajal verwischt ums Auge herum und auch in der Lidfalte zusammen mit Naked Lunch und so ein bisschen Scene. Und das ist, ich finde die Farbe genial. Wenn dann noch einer hinzukommen dürfte, dann wäre das Sober. Und das ist eine Farbe, die ich
gerne trage, weil sie mich so ein bisschen krank aussehen lässt. Und das ist wahrscheinlich ein klein wenig freaky, weil die meisten Leute da draußen würden wahrscheinlich nicht unbedingt freaky aussehen wollen und krank. Aber ich finde, das macht so ein bisschen den Model-Look. Lidschatten habe ich auch noch gar nicht lange. Ich muss das noch weiter ausführen, mal sehen. Vielleicht mache ich euch dazu noch eine Anleitung oder so. Aber ich mag das, wenn das Auge so ein bisschen verrucht aussieht. Und erinnert ihr euch an mein Krieg- und Frieden-Video? Ich kann euch das hier nochmal verlinken. Es ist steinalt. Und da habe ich das versucht nachzuschminken, so ähnlich. Und ich habe es niemals hinbekommen, dass die Augen so verrucht aussehen, ohne dass man wirklich total sieht, dass Lidschatten benutzt wurde. Und mit meinen Haaren und den Sommersprossen funktioniert halt Soba total toll dafür. Ich versuche mal kurz eine Rangfolge aufzustellen. Also wie ihr seht, das sind 8 Lidschatten. Gäbe es nur 5, die. Oder sagen wir es mal so, würde ich ein Quad zusammenstellen, dann würde ich da auf jeden Fall reintun Naked Lunch. Und Ho würde ich da reintun. Das sind schon mal 2. Ich würde auf jeden Fall auch Tetatint mit reintun. Und Sable. Tetatint, Sable, Naked Lunch und Ho. Knock. Also wenn ich einen Quad hätte, dann würde ich das aus denen zusammenstellen. Nicht unbedingt, weil sie zusammen total toll passen würden oder so. Ich meine, Tetatin fällt offensichtlich raus. Aber weil das die Lidschatten wären, ohne die ich einfach nicht wirklich dauerhaft Augen-Make-ups schminken wollen würde. Das sind 4, die würde ich immer wieder kaufen. Und hätte ich nur 4, dann würde ich auch genau die behalten. Falls ihr irgendwie einen 5. hinzunehmen wollt, so Top 5 mäßig, dann würde ich wahrscheinlich entweder Antiqued oder Cranberry nehmen. Falls es Leute gibt, die gerne die Top 10 von mir hätten, weil das war so das Gefragte, weil das irgendwie der Tag ist, Top 10, dann muss ich nochmal kurz 2 rauswühlen. Dann würde ich, glaube ich, noch Scene hinzunehmen, der übrigens ganz toll mit Ho verblendet aussieht, obwohl man es nicht glaubt, aber verblendet ist das echt toll. Und mit Cranberry sieht Ho auch total toll aus. Richtig toll. Eine andere coole Farbe ist Sketch. Die sieht mit Scene auch total super aus. Und Brushen würde ich noch dazu nehmen. Das ist so ein dunkles Marineblau. Ich habe einen Schal von meiner Mutter geschenkt bekommen, der dazu passt. Und ich glaube, also ich bin ja nicht jemand, der wirklich viele farbige Augen-Make-ups trägt. Aber ich glaube, Brushen werde ich demnächst tragen. Ich habe den Lidschatten auch noch nicht so lange, weil ich den Schal noch nicht so lange habe. Und ich liebe diesen Schal. Er hat einfach so viel emotionale Tragweite, dass ich unbedingt ein Augen-Make-up dazu passend schminken wollte. Ich habe nirgendwo was gefunden, aber das ist genau die Farbe. Kann ich euch dann auch mal zeigen. Und wo war jetzt der Anfang? So, also das wären meine 10. Und bevor dieses Video jetzt total explodiert und viel, viel zu lang wird, gehe ich jetzt abschminken und so. Ich hoffe, die den Tag oder dieses Video sehen wollten, konnten was damit anfangen. Wie gesagt, das sind die, die ich jetzt aussuchen würde, wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, dass ich praktisch shoppen gehe, ohne Make-Lidschatten zu haben und irgendwie nur 4 Stück kaufen dürfte oder nur 10 mir aufbauen dürfte als Kollektion über Monate, bla bla bla. Und wie drücke ich jetzt den Ausknopf, wenn ich total vollgematscht bin? Tschüss!